So, herzlich willkommen, neues Video von Savage Scooters und das letzte Video für 2023. Ja, jetzt sitzen wir hier so lauschig zusammen. Ich sitze im Büro, mal schön warm, mal nicht kalt und wir wollen ein bisschen das Jahr 23 mal Revue passieren lassen. Und wir wollen mal darüber sprechen, wie der Kanal sich so entwickelt hat, was so passiert ist und vor allen Dingen auch, wo die Reise hingeht. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir sprechen über die Zukunft des Kanals, über die generelle Zukunft des Kanals und je nachdem, wie es sich ausläuft, könnte das durchaus eine dunkle Zukunft sein, bin ich ganz ehrlich. Wir sprechen über Projekte, ich habe mir so ein paar Stichpunkte hier gemacht und wir sprechen über so ein paar Fragen eurerseits. Das tun wir auch auf jeden Fall. Ja, fangen wir mal ganz im Allgemeinen mit der Kanalsituation an. Also, ich betreibe den Kanal seit Ende 2018, Anfang 2019, das sind jetzt 5 Jahre. Und das hat am Anfang sehr schleppend angefangen, das wurde dann immer besser und es war aber immer eine stetige Entwicklung da. Und das ist auch sehr schön, das freut mich auch und vor allem auch habe ich gemerkt, wo so die Interessenlagen bei euch sind, wo die Interessenlagen nicht sind, worauf ihr Bock habt, worauf ihr keinen Bock habt, worauf ihr Lust habt, Videos zu schauen und was nicht. Generell vielleicht auch mal ein bisschen was für euch an Background-Informationen, wie sich der Kanal entwickelt hat. Also wir haben in den letzten 365 Tagen 5272 Abonnenten dazu gewonnen. Das ist tatsächlich eine Verdopplung des Kanals. Also innerhalb der letzten 365 Tage, also innerhalb des letzten Jahres, haben wir die Kanalabonnentenzahl verdoppelt. Das ist super, aber das ist immer noch nicht genug, wenn man sich anschaut, dass also 70% diesen Kanal schauen, ohne ein Abo dazulassen. Das ist in Ordnung, das könnt ihr so machen, nur hilft mir das als Kanal, und dazu kommen wir dann später auch nochmal, als Kanal letztlich nicht weiter, weil so ein Kanal und auch die ganze Thematik, die damit einhergeht, lebt natürlich auch von den Abonnenten, von den Viewzahlen und so weiter und so fort. Also von daher würde ich mir wünschen, dass die Leute, die regelmäßig den Kanal abonnieren, den Button drücken oder die Klingel drücken und das Ganze dann auch mit dem richtigen Abonnement versehen und nicht nur den Links auf Facebook oder auf Instagram folgen. Das geht natürlich auch, aber mir würde es deutlich mehr bringen und dem Kanal würde es deutlich mehr bringen, wenn ihr Abonnement seid, wenn ihr die Glocke drückt und wenn ihr regelmäßig abonniert und natürlich auch weiterhin regelmäßig schaut. So. Die Aufrufe haben sich deutlich erhöht. Also wir haben letztes Jahr eine 250.000 Aufrufe gehabt. Das hat sich nochmal erhöht. Wir haben jetzt dieses Jahr 341.226 Aufrufe im Kanal gehabt. Das sind auch nochmal, so wie YouTube das sagt, 80% mehr als letztes Jahr. Wobei da die Inhalte von den Live-Videos bzw. von den Kurzvideos nicht mit dabei sind, sondern das sind rein die Videoaufrufe. Das hat sich schon mal schön dargestellt. Die Wiedergabezeit hat sich auch erhöht, also der Inhalt, den ihr euch anschaut, den schaut ihr euch deutlich länger an. Das waren auch nochmal knapp 20.800 Stunden, was sehr, sehr viel ist. Und das ist alles in allem eigentlich eine super Entwicklung, wenn man bedenkt, dass wir hier über das Thema Nische sprechen und wenn man bedenkt, dass wir hier einfach auch über ein Thema sprechen, was nur eine sehr kleine Interessentengemeinschaft innerhalb von YouTube hat. Ne? Wenn ich Grillvideos oder Backvideos oder Einmachvideos veröffentlichen würde oder das Autothema natürlich oder vielleicht auch Politik oder Podcast, wäre die Zuschauerzahl wahrscheinlich höher. Gut, das ist so, damit kann ich leben. Das ist für mich soweit auch in Ordnung. Aber jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, nämlich um die Zukunft des Kanals. So, ich habe das mal irgendwann in einem der Videos vor einem Jahr oder anderthalb Jahren gesagt, ich finanziere den Kanal selber. Also da ist keiner, der kommt und sagt, hier hast du 2, 3, 5, 8, 10.000 Euro im Monat, im Jahr und mach doch mal coole Videos. Das ist nicht so. Also alles das, was ihr auf den Videos seht, das, die ganzen Projekte, die dort gezeigt werden, die sind selbstfinanziert. Also das heißt, ich bezahle komplett meinen Kram selber. Das heißt, ich bezahle die Teile selber, bezahle die Roller selber. Das ist alles aus eigener Tasche finanziert. Und das ist natürlich auch, und das werdet ihr auch gemerkt haben, relativ schwierig geworden, weil die Preise immer deutlicher ansteigen. Und ja, wir haben das große Problem, dass wir alle nur über einen gewissen Rahmen an Geld zur Verfügung oder einen gewissen Rahmen an Geld zur Verfügung haben, den wir für unsere Hobbys halt bereitstellen können. Und das ist bei mir so, das ist bei euch so, das ist bei uns allen so. Und wenn ich dann versuche, halt Content zu liefern, dann muss ich mir halt überlegen, ob ich den Content aus eigener Tasche
bezahle oder halt auch nicht. Dazu muss ich allerdings auch sagen, dass das Scooter Center, und das Scooter Center ist tatsächlich da auch eine sehr zuverlässige Größe und auch die einzige Größe, die sich in irgendeiner Form mal an den Videos beteiligt. Also das heißt, wenn die coole neue Produkte haben, bekomme ich die tatsächlich zugeschickt, um sie für mich anzuschauen, um sie zu bewerten, um sie vielleicht in Videos zu verarbeiten. Da dürft ihr euch aber nicht vorstellen, dass das Scooter Center mit Geld um sich schmeißt und sagt, hier hast du Tausende von Euros und mach mal Videos darüber, sondern da ist es auch so, dass die natürlich auch leben müssen und gucken müssen, wo sie bleiben. Von der Seite her ist der Support vom Scooter Center an vielen Stellen wahnsinnig gut und super klasse, aber ne, da reden wir halt auch darüber, dass vieles von mir halt auch bezahlt werden muss und wird und ich einfach auch da nicht rumasen kann und über, was weiß ich, irgendwelche Geschenke, Gastgeschenke in einem umfassenden Ausmaß da verfügen kann. Das haut leider nicht hin. Also auch da muss ich halt alles oder weitestgehend alles selber bezahlen. Weswegen es für mich so ein bisschen schwierig wird, über die Zukunft nachzudenken und darüber nachzudenken, wie wir in der Zukunft weitermachen. Denn die Zukunft würde bedeuten, ich muss halt Content bringen für euch, damit ihr Bock habt, den Kanal weiterzuschauen. Und wenn ich halt keine Kohle habe, dafür mir die Sachen zu kaufen, dann gibt es halt auch kein Content. Und das wird wahrscheinlich in den nächsten 6 bis 8 Monaten so sein, dass ich dann irgendwann sage, ich habe alles von meinen Sachen, von meinem Kram durchgeschraubt. Ich habe nichts mehr, was ich an Content liefern kann. Da gibt es halt keine Videos. Das ist so. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, gerne Kanalmitglieder werden und für 5,99 € im Monat mich da ein bisschen unterstützen. Da muss man fairerweise sagen, kommt auch nur die Hälfte davon bei mir an, weil YouTube natürlich auch gerne die Hand aufhält und sagt, wir hätten von diesen Einnahmen auch gerne was, weil wir einfach YouTube sind. So, da muss man fairerweise und ehrlicherweise dazu sagen. Also von jedem Euro, den ich bei YouTube verdiene, was nicht wirklich viel ist, bleiben 50% bei YouTube, weil YouTube YouTube ist. Und die haben auch nochmal den Werbekontent geändert und ja, es wird auch immer schwieriger. Das ist jetzt Anfang des oder Mitte des Jahres passiert, dass sie da auch nochmal die Werbestruktur geändert haben. Von daher floss ohnehin schon wenig Geld, aber jetzt fließt noch weniger Geld. Also fast gar nichts mehr. Von der Seite her ist es also auch da schwer, mit YouTube Geld zu verdienen. Also für alle, die glauben und immer noch glauben, man würde mit YouTube reich werden. Ja, das wird man wahrscheinlich, aber da muss man halt einfach einen anderen Content bringen oder auf eine andere Plattform gehen, zum Beispiel OnlyFans. Aber ich weiß nicht, ob jemand meinen harten Puckel nackt sehen will. Von daher bleibe ich bei YouTube und bleibe da, wo ich bin. Von daher ist es, wie es ist. Also wer mich unterstützen will, gerne unten Kanalmitglied werden und für 5,99 € im Monat ein bisschen Support leisten. Wer nicht will, lässt bleiben. Ich kann euch dazu nicht zwingen. Ich kann euch nur fragen, ob ihr das wollt. Und wer Bock dazu hat, der macht das. Und wer nicht, der lässt es. Die Videos, wenn Videos kommen, kommen sie sowieso. Hallo Hund, der Hund kommt auch gerade dazu. Ja, es ist wie es ist. Also da muss man ganz klar sagen, da muss ich gucken, wie ich das finanziell gestemmt kriege. Wenn ich die Möglichkeit habe, kommen weiter Videos. Wenn ich keine Möglichkeit habe, dann kommen die Videos halt nicht. Ne? Da muss ich halt gucken, in welchem Rahmen ich mich bewege. Kommen wir da zum nächsten Thema. Das Projekt für die nächste Zeit, was ansteht, ist mein Custom Roller, den ich wieder baue für 2024. Da gab es ein paar Probleme mit dem Thema Lackierung. Das habe ich gelöst. Also ich konnte da oder musste ausweichen auf einen anderen Lackierer. Die Gründe dafür, naja, sagen wir mal so, die Leistungsfähigkeit ist entweder gegeben oder nicht gegeben. Von daher musste ich irgendwann eine Entscheidung treffen, ob ich das will oder ob ich das nicht will. Und ich habe für mich erkannt, dass ich das nicht will, weil wenn ich mich mit gewissen Dingen zufrieden gegeben hätte, dann wäre das Projekt nicht so geworden, wie ich mir das gewünscht hätte. Von der Seite her habe ich da das Glück gehabt, einen anderen Lackierer zu finden, den Markus, der mich da supportet und auch wirklich gut supportet. Und vor allen Dingen auch der Christoph, formerly known as Tim Taylor, der den Prinz Porno schon lackiert hat und den Kuda lackiert hat, also geairbrushed hat. Und der sich in meiner Not dann bereit erklärt hat, mir doch zu helfen, obwohl er eigentlich keine Zeit dafür hat. Dafür nochmal wirklich an dieser Stelle, Christoph, für dich von mir meinen ganz herzlichen Dank.
Du bist echt ein Riesentyp und ohne dich wären die ganzen Roller nicht so geil geworden. Das Bauen ist das eine, aber diese ganzen Projekte leben auch von dem Lack und von dem Airbrush. Und da habe ich ja keine Aktien dran, außer vielleicht hier und da mal eine Idee beizusteuern und zu sagen, wie ich es gut finde, wie ich es nicht so gut finde. Und am Ende des Tages finden wir immer eine Einigung, wie wir uns da zusammenraufen. Aber das Handwerkliche und das, wie du das auf die Leinwandroller bringst, ist wirklich nicht von dieser Welt. Und ganz ehrlich, ohne dich wären die Projekte auch nie so erfolgreich gewesen. Also natürlich stelle ich diese Roller aus, natürlich sind es meine Roller, aber das habe ich auch immer gesagt und das werde ich auch weiter sagen. Das sind immer Teamarbeiten. Und bei den bisherigen Team, beim bisherigen Team war auch einer immer dabei, das ist die Vespa Crystal von den Steinpilzen, Steinpilz Custom aus dem Pott. Und den will ich natürlich an dieser Stelle auch nicht vergessen, der dieses Mal nichts dazu beigetragen hat, weil ich einfach auch nichts dazu beizutragen gewünscht habe. Ne? Also ich wollte dieses Mal keine großen Metallumbauten haben, sondern einfach eine clean T5 mit einfach einem geilen Lackbild. Und da war leider nichts zu tun für die Vespa Crystal und von daher war er dieses Mal nicht mit an Bord. Ich habe ihn gefragt, er hatte auch andere Themen und andere Projekte, die noch wichtig waren. Von daher hat er sich gesagt, bin ich dieses Mal raus. Ich hatte auch nichts an großen Ideen. Von daher, aber dennoch mal an dieser Stelle mein Dank an die Vespa Crystal, dass die auch immer Gewehr bei Fuß steht, wenn was ist und da sehr unterstützend mit Rat und Tat zur Seite steht. Aber Christoph, Tim Taylor, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Support und ich glaube, dass der Roller ziemlich geil, nein, ich weiß, dass der Roller ziemlich geil wird. Ob der jedem von euch gefallen wird, das weiß ich nicht. Aber ich habe auch dieses Mal, das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, weiß ich nicht, ob ich dieses Mal wieder so eine Geheimniskrämer-Nummer draus mache und erst am letzten Tag dann den Roller veröffentliche oder ob ich euch dieses Mal bei diesem Findungsprozess mitnehmen soll, ob ihr, wenn ich zum Christoph fahre, wenn wir Absprachen treffen, wie wir das Design machen und was wir für Ideen haben, ob ich euch da mit der Kamera mitnehmen soll, das ist natürlich Content, dann ist es aber auch nicht so spannend, wenn der Roller dann veröffentlicht wird, weil dann im Grunde wisst ihr schon, wie die Kiste aussieht und ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es haben wollt, Geheimniskrämer oder dieses Mal einfach mit offenem Visier mal losgehen und mal gucken, wie es läuft. Dann haben wir, oder beziehungsweise habt ihr, da kommen wir auch gleich zu den ganzen Fragen, die noch gekommen sind. Es waren diesmal nicht so viele, von daher überschaubar. Aber die Fragen will ich auch gerne beantworten. Wie und was und wo so in Zukunft noch passieren soll. Und da ist eins immer wieder, und das ist auch im Laufe der Zeit immer wieder an mich herangetragen worden, das Thema Besuche. Ich habe damals, ganz am Anfang, als ich mit dem Kanal gestartet bin, habe ich viele Leute besucht, viele interessante Persönlichkeiten der Vespa-Szene. Das ist auch so gut angekommen, dass das andere Kanäle mittlerweile auch machen, was auch immer sehr interessant ist oder nicht immer interessant, aber meistens interessant ist, weil ich natürlich aus einer anderen Brille gucke, weil es gibt Sachen, die interessieren mich und es gibt Sachen, die interessieren mich nicht. Aber ich bin halt immer zu den Leuten gefahren, wo es mich halt auch persönlich getriggert hat, da mal ein bisschen Background-Info zu kriegen. Das würde ich tatsächlich gerne wieder machen. Das habe ich echt sträflich vernachlässigt, da bin ich auch ehrlich. Und da bitte ich euch einfach auch mal in die Kommentare zu schreiben, wo ihr ein bisschen mehr Background-Wissen haben wollen würdet, als jetzt nicht nur hinfahren, sich mal daneben stellen und zu sagen, hallo, schön, dass ich da bin, sondern auch mit wirklich dann so ein bisschen in die Tiefe gehend Interessantes an Informationen rausholen und so weiter. Ein bisschen nachfragen, ein bisschen investigativ, würde ich fast sagen, da zur Sache gehen. Schreibt mal in die Kommentare, wo ihr euch vorstellen könntet, wo wir hinfahren können oder wo ich hinfahren könnte, mit wem ich sprechen soll, was ich besuchen soll. Ich habe die eine oder andere Idee, aber vielleicht fällt euch ja noch was ein, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Am Anfang dieses Jahres war es auch noch ein bisschen holprig, muss ich auch noch dazu sagen, weil ich natürlich umgezogen bin. Also ich bin jetzt wieder in der Aachener Region heimisch und bin aus der Nähe von Gütersloh, aus Riedberg halt weggezogen, bin wieder nach Hause gekommen, bin hier auch mittlerweile super angekommen, bin wieder zu Hause in meiner Heimat, bin wieder bei meinen Freunden, bin wieder bei den Menschen, die ich wirklich liebe und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wenn du wieder in deiner Heimat bist.
weiß ich nicht, ob das jemand von euch in der Intensität nachvollziehen kann, aber vielleicht. Vielleicht kann man das nachvollziehen, wieder nach Hause zu kommen, das ist schon ein großes Thema. So, und da bin ich auch sehr happy, dass wir das jetzt geschafft haben. Es ist schraubertechnisch für mich sehr, sehr schwierig, weil ich dreigeteilt bin. Ich habe einen Raum, wo der Prüfstand steht. Ich habe einen Raum, wo meine Kisten stehen, nämlich die Garage, und habe noch eine separate Schrauberbude, wo ich dann schrauben kann. Also ich kann keine Roller mehr hinstellen. Ich muss, wenn ich einen Motor ausbaue, mit dem Motor erst zu meiner Schrauberbude dann hin, und das ist immer ätzend. Und wenn ich den Motor im Roller habe und ihn testen will, dann muss ich einen ersten Prüfstand schaffen. Ich arbeite aber dran, dass wir da vielleicht eine adäquate Halle finden. Wenn jemand was weiß, in der Aachener Ecke hier, rund um Heinsberg-Geilenkirchen, darf sich gerne bei mir melden. Ich bin da mittlerweile echt am Verzweifeln, weil wir einfach nichts finden. Also von der Seite, ja, ist es sehr schwierig. Kommen wir mal zu den Fragen. Ich blende euch die Fragen mit ein. Und ihr könnt euch die Fragen dann durchlesen und ich beantworte sie jetzt. Muss mir sie aber gerade nochmal am Handy suchen. Also, Frage 1 vom Heiko. Heiko Rüpp fragt, kommen wieder Videos mit Werkstatt besuchen? Ja, hatte ich ja gerade noch angesprochen. Sollen tatsächlich kommen? Da bitte meine Bitte an euch in die Kommentare schreiben, wo ich hinfahren soll, hinfahren kann. Wer auch immer sagt, komm doch mal bei mir vorbei. Also ihr könnt mir auch sagen, schau mal bei mir vorbei, ich habe vielleicht was Interessantes zu erzählen oder habt eine coole Location, habt einen coolen Roller. Gebt mir ein paar Hinweise, schreibt sie in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne private Nachrichten schreiben über Facebook etc. pp. Da bin ich dann gerne dabei. So, dann hat der Carsten Dietrich gefragt, ja, gibt es 2024 Veranstaltungen und Ausfahrten, wo ich dabei bin? Also ich werde definitiv in Kalkar sein. Ich hoffe auch mit dem neuen Custom-Projekt. Das ist jetzt echt, wir haben heute den 17. Dezember. Das wird schwierig. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Da bin ich wieder auf die Hilfe der Jungs angewiesen. Und ich habe einen auch noch vergessen, der dieses Mal beim Projekt auch sehr, sehr mithilft. Das ist der Michael Zocher, der Zocki, der den Motor pulvern wird und so. Mein Lieber, Grüße gehen raus an dich. Du bist ein großer Bestandteil dessen, dass das Projekt wahrscheinlich dann auch funktioniert. Also den hätte ich fast vergessen und das wäre echt sträflich gewesen, weil der Zocki auch sehr supportive unterwegs ist. Also wenn das alles ineinander greift und wenn das alles klappt, bin ich in Kalkar. Und Ausfahrten und so weiter bin ich natürlich auch dabei. Ich habe ja dann einiges an Rollern, was ich bewegen kann. Da nochmal ein kleiner Schwenk. Den Kuda wird es wahrscheinlich nicht mehr auf der Straße geben. Der steht bei mir im Hausflur, bei mir vor dem Wohnzimmer und ist jetzt im Grunde ein Möbelstück geworden. Ob ich den nochmal rauskrame, ob ich den nochmal raushole, das weiß ich nicht, weil ich habe ehrlich, das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ich habe so ein bisschen Angst davor. Ich habe den jetzt innerhalb der letzten 2 Jahre auf Custom Shows gezeigt. Bin auch sehr, sehr glücklich darüber, dass er immer gewonnen hat, wo er ausgestellt war, was mich sehr, sehr glücklich gemacht hat, weil es mir auch widerspiegelt, dass ihr die Ideen und die Visionen, die ich hatte mit den Rollern, dass ihr das auch gut fandet und entsprechend honoriert habt. Das, besonders der zweite Platz als Publikumsliebling auf der Custom Show in Köln hat mich echt weggescheppert und da nochmal mein Dank. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass ihr euch an der Karre satt gesehen habt. Ne? Und wenn ich dann den Kuda wieder hinstelle, dann möchte ich nicht irgendwann an den Punkt kommen, dass ihr da draußen sagt, ah, boah, Alter, hast du denn nichts Neues? So, zeig doch nicht immer die gleiche Karre, wird ja langweilig. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, den nicht mehr zu zeigen, weil der ist jetzt gezeigt worden. Es gibt viele Fotos und ich glaube, dann ist es auch irgendwann mal gut. Wenn ich ihn dann raushole, dann wahrscheinlich auch nur, weil ich mit ihm fahren will. Mal abgesehen davon, dass es sehr anstrengend ist, ihn zu fahren mit den 45 PS. Weiß ich nicht. Ich könnte mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Das wird mir tatsächlich auch ein bisschen helfen, ob der Kuda irgendwann langweilig wird oder nicht. Weil ich habe oft das Gefühl, wenn ich Roller zu häufig sehe, ja, dann langweilen sie mich. Ne? Es gibt tolle Roller, aber wenn du die halt permanent und überall und zu Tode zeigst, dann steht es dir irgendwann bis da. Und da möchte ich eigentlich nicht hinkommen, dass der Roller diesen Status annimmt. Ja? So. Alex Fiedler hat gefragt, Ausblick auf 24. Hatte ich ja eingangs schon erwähnt im Video. Das hängt alles ein bisschen damit zusammen, wie sich der YouTube-Kanal entwickelt, ob ich das alles noch so finanziell stemmen kann, weil es ist echt teuer geworden, was, ne, Teile kosten, was die Mietkosten für die Räume sind, die ich habe und so weiter.
ist das schon eigentlich ziemlich drüber und eigentlich auch viel zu teuer. Muss ich gucken, ob ich Lust habe ich dazu noch, aber wenn ich an den Punkt komme, dass ich da irgendwo Geld reinpumpen muss, was ich nicht habe, dann mache ich das nicht mehr. Das ist einfach eine Frage zwischen Daumen und Zeigefinger und das ist dann eine wirtschaftliche Entscheidung. Ne? Also wenn da nichts mehr kommt an Videos, dann ist es so, wie es ist. Ansonsten werde ich mich natürlich viel auf Ausfahrten rumtreiben, bin schon eingeladen auf einige Events, wo ich mich drauf freue, in der Hoffnung, dass ich das auch hinkriege. Ihr wisst ja, dass ich alle noch ein bisschen beruflich tätig bin. Von der Seite müssen wir mal gucken, wo wir da hinkommen. Moto Vespa 78 schreibt, welche Tuning-Kombo ist dein persönlicher Favorit, um ohne Stress auch lange Freude zu haben? Zwei. Einmal der 210er Malossi Sport mit der 60er BGM-Welle, ein 24er oder 26er SI-Vergaser und einer Big Box. 20 bis 25 PS, je nachdem, wie man es baut. Läuft immer, rennt immer, ist ziemlich geil. Und wenn es ein bisschen mehr Bums sein muss, dann 244er Quattrini mit einer King-Welle, 35er Mikuni und einer Resi-Anlage. Dann hast du zwischen 35 und 40 PS. Läuft auch geil, läuft auch immer. Der Kuda läuft jetzt mit dem Motor das zweite Jahr. Und den Freunden von mir, denen ich diese Motoren gebaut habe, die fahren auch schon seit 2-3 Jahren damit. Also die laufen, ne? Also 244er Quattrini und 210er Malossi Sport in den entsprechenden Setups ist eine sehr, sehr gelungene Kombi. Carsten Weiß schreibt, gehen wir 2004 ein Bier trinken? Kölsch natürlich. Carsten, dazu muss ich sagen, Carsten ist ein alter Bundi-Kollege von mir, mit dem war ich bei der Bundeswehr. Ein sehr geiler Typ, den haben wir immer nur Kölsch genannt. Also Kölsch, wenn du das siehst, du bist herzlich eingeladen. Ich wohne bei dir jetzt in der Nähe, bei dir war ich schon im Haus. Komm mal vorbei, du bist hier herzlich eingeladen, auf ein Bier oder auf ein Kaltgetränk vorbeizukommen. Ich habe da immer was parat stehen, obwohl die Leute wissen, dass ich keinen Alkohol trinke, habe ich aber immer für Gäste was parat stehen. Ja? So. Das waren die Fragen. Mehr ist leider nicht gekommen. Also auf mehr habt ihr keinen Bock. Von der Seite her war es das mal mit dem letzten Video für dieses Jahr. Vielleicht kommt noch was Geiles. Mal gucken. Abschließend noch vielleicht zum Dino Day etwas. Der Dino Day, den habe ich jetzt etabliert. Einfach auch, weil ich Bock habe. Weil ich wirklich einige Roller auf dem Prüfstand hatte mit interessanten Motoren. Und ich habe mir gedacht, dass es für euch auch interessant wäre. Also den Dino Day würde ich gerne weitermachen, betreiben. Wenn ihr Bock habt, kommt, schreibt mir über meine Webseite, schreibt ein kurzes Briefing da in dieser Kommentarfunktion oder Meldefunktion auf meiner Webseite. Dann kriege ich eine E-Mail, dann lese ich mir das durch und dann finden wir einen Termin. Und das fände ich persönlich sehr geil, weil dann kriege ich auch mal einen Einblick auf andere Roller, wie die gebaut sind und ihr kriegt coole Roller zu sehen. Egal, ob das eine Fuffi mit 50 Kubik ist oder ob das ein 60 PS BFA ist, das ist mir total wurscht. Wer Bock hat, kann kommen, ist herzlich eingeladen, wenn wir das terminlich hinkriegen und wenn wir das von der Masse her hinkriegen. Ich würde maximal so 4-5 Leute auf den Dino Day einladen wollen, weil ich natürlich auch gern mit den Menschen darüber sprechen möchte, was sie für Roller haben. Also das würde ich gerne für nächstes Jahr tatsächlich etablieren wollen, diesen Dino Day, dass ihr mit euren Rollern auf meinen Prüfstand kommt. Ja, das war's im Grunde. Mehr habe ich im Moment nicht zu sagen, außer, dass ich euch allen wirklich frohe Weihnachten wünsche. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vor allen Dingen wünsche ich euch allen ein gesundes 2024, dass ihr gesund bleibt, dass ihr keine Unfälle habt, dass ihr keine Ausfälle mit euren Rollern habt, dass es euch weiter gut geht, so wie es mir gut geht. Mir geht es gesundheitlich super. Ich bin im Moment echt der glücklichste Mensch der Welt, kann man einfach so sagen. Mit dem Kamerakind, was ab und zu die Kamera hält, wieder in die Heimat zu gehen, war ja die beste Entscheidung meines Lebens. Mit meinen Freunden hier wieder in näheren Kontakt zu kommen und nicht immer nur auf die Distanz. Und ich hoffe, ihr habt auch dieses Glück und bleibt verschont von persönlichen Schicksalen und habt ein tolles Jahr 24. Wir werden uns sehen. Ich würde mich sehr freuen, euch zu sehen und freue mich auch über jeden, der, ob es im Aldi oder im Real ist oder sonst wo an der Tankstelle, mich anspricht und sagt, ich kenne dich von den Videos gerne. Ich freue mich darüber, weil es auch mal ganz interessant ist zu sehen, wer dann die ganzen Videos sieht. Und das passiert in der letzten Zeit häufiger, dass ich erkannt werde und angesprochen werde. Ich bin ein ganz normaler Dude, der einfach ein paar Vespa-Videos macht, aber es ist schön, wenn dann die Leute mir spiegeln, dass sie die Videos geil finden. Denn das freut mich, denn
man kriegt ja nicht immer Feedback auf die Videos. Ja? Also, das war es von meiner Seite aus. 2023 ist rum. Jetzt gehen wir ins 24. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Und bleibt hässlich. Und wenn er rausgeht, ja, fallt nicht in Schnee. In diesem Sinne, macht's gut.